Ja, hallo liebe Mitglieder, ich darf euch hier heute mal filmisch begrüßen sozusagen. Wir haben heute Gäste in der Halle 22, ganz hochkarätige Gäste auch. Die Firma Incospor, von denen wir auch Nahrungsergänzung führen. Und ja, die haben uns als Location auserwählt sozusagen für ein ganz tolles Fotoshooting mit Athleten. Und neben mir habe ich die Franzi, ehemalige Trainerin von uns. Und vielleicht sagst du mal was dazu, Franzi. Ja, wir freuen uns, heute hier sein zu dürfen. Wir haben heute 5 Athleten und Athletinnen hier vor Ort, darunter Mr. Universe, Markus Schierlo, Lisa Drexler, Nelly Nikolas, Sina Greis und Alex Schumacher, die international starten schon. Und wir shooten heute hier vor Ort die Athleten durch, quasi mit einer Fotografin für unseren neuen Produktkatalog und für Marketingmaßnahmen, und freuen uns dann hier vor Ort zu sein, in der Halle 22, gerade mit dem neuen Functional-Bereich. Das ist natürlich super schön hier unten, der Kellerbereich, den werden wir auch noch ausnutzen und die Athleten heute in jeder Pose, wie es irgendwie geht, fotografieren hier. Ja, super. Und wir freuen uns einfach, dabei zu sein und als Location zu dienen und so tolle Sportler hier im Haus zu haben, und ja, wünschen viel Spaß beim Zuschauen. Hallo, ich habe die wunderbare Lisa Drexler bei uns heute hier zum Interview. Lisa, fangen wir doch direkt an. Du warst zuletzt ja noch bei der Arnold Classics in Barcelona. Wie war das für dich? Genau, letztes Wochenende waren die Arnold Classics. Es war eine richtig, richtig geile Erfahrung. Platzierungstechnisch hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber im Nachhinein vollkommen in Ordnung. Fürs erste Wettkampfjahr direkt internationale Bühne, eine der größten, wo man ja, sich präsentieren kann. Ich hatte mega viel Spaß, ein tolles Wochenende. Ja, also gelungen für mich auf jeden Fall. Ja, also das kann ich nur bestätigen, wirklich ganz tolle Form hier gehabt. Lisa, was uns jetzt auch vielleicht nochmal interessiert, auch vielleicht unsere Mitglieder, wie oft trainierst du die Woche? Ist unterschiedlich, ob ich mich in der Off-Season befinde oder in der direkten Wettkampfvorbereitung. Wenn es dann so zum Wettkampf hingeht, schon eigentlich fast täglich, weil ich ja dann sehr viel Cardio auch immer noch mit einbauen muss. In der Off-Season ja 4 bis 5 Mal die Woche mindestens, aber dann eher nicht so viel Zwang dahinter, sondern weil es mir natürlich auch Spaß macht und meine Leidenschaft ist. Was hast du jetzt noch vor? Wie sieht's aus? Dieses Jahr steht da noch irgendwas an? Nein, jetzt brauche ich und mein Körper einfach eine Pause. Ich habe ja eigentlich das ganze Jahr jetzt dieses Jahr Diät gemacht gehabt durch die Frühjahrssaison und dann mal kurz 3 Wochen off sozusagen, und dann ging ich direkt wieder in die Vorbereitung für die Arnolds. Ich brauche jetzt Regeneration sowohl für den Körper als auch für den Geist und werde dann erst nächstes Jahr wieder starten, wahrscheinlich direkt wieder in Barcelona. Da will ich zurück auf die Bühne, und ja, jetzt gilt es, ein bisschen Muskeln draufzupacken und dann die Form zu toppen und dann hoffentlich mit um die Medaillen zu kämpfen. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut, und ich denke, da können wir der Lisa ganz, ganz viel Glück wünschen, und toi toi toi, alles Danke. Gute für dich. Dankeschön.